Guten Tag, hier ist wieder Josef Thoma aus Berlin und heute geht es einmal um die Rolle der bundesdeutschen Medien in der sogenannten Corona-Krise. Ich schicke voraus, dass ich keiner politischen Organisation angehöre und ausschließlich meine eigene private und unzensierte Meinung äußere. Angefangen hatte alles im Jahr 2015. Bis dahin hatten wir ja eine Presse wie jede andere, manchmal ein bisschen schrill und dick in den Überschriften, investigativ und bissig. Ab und zu musste ein Politiker, der erkennbar viel mehr Wein getrunken, als er Wasser gepredigt hatte, seinen Hut nehmen. Auch sprang schon mal ein Bundestags- oder Bundespräsident über die Klinge. Aber Zeitungen und Tagesschau bemühten sich zumindest, Nachricht und Kommentar zu trennen. Kurz und gut, wer sich informieren wollte, der war informiert. Das änderte sich schlagartig 2015 mit dem Beginn der Flüchtlingskrise. Der zeitweilige völlige Kontrollverlust an den Grenzen führte schließlich wegen der hartnäckigen Realitätsverweigerung der in ihrer Berliner Wagenburg eingeschlossenen politischen Klasse zu einer Veränderung der politischen Textur, wie sie es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hatte. Dabei hatte man es sich in der Berliner Politik schon sehr gemütlich eingerichtet. Daher, wenn das Volk nicht passt, wird es eben passend gemacht. In politischer Indoktrination hatte man ja in Deutschland lange Erfahrung. Und so kommt es, dass wir es seit 2015 mit einem fast lupenreinen Meinungsjournalismus zu tun haben, welchen es in dieser Form seit Ende des Dritten Reiches und dem Niedergang der DDR in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Nicht mehr die Nachricht, über die sich der Bürger seine eigene Meinung bildet, steht im Vordergrund, sondern die Belehrung darüber, was er von einer Nachricht zu halten hat und natürlich, welche Nachricht er in seiner abgrundtiefen politischen Ignoranz überhaupt verträgt. Dazu braucht man natürlich jede Menge schreibendes Personal. Und nun machen Sie sich bitte einmal die Mühe und schauen Sie sich die Lebensläufe, Ausbildungsgang, Lebensleistung der moralapostolisierenden Schreiber einmal genauer an. Mal sehen, ob Sie dann nicht doch lieber mal zur Abwechslung eine eigene Meinung bilden. Intellektuell hat man sich größtenteils auf das Niveau des Einzeller-Journalismus begeben. Wie wird zum Beispiel über Parteien berichtet, so werden diese Gruppen vorsorglich immer mit dem Prädikat extrem, populistisch, mal rechts, mal linksradikal und so weiter geschmückt. Wenn man über Amerika berichtet, dann nur Schlimmes und natürlich immer persönlich verursacht durch den derzeitigen Präsidenten. Und wenn einmal eine abweichende Meinungsbildung der Bevölkerung droht, dann werden die zweifelhaftesten Meinungsforschungsinstitute engagiert, um dem Volk klarzumachen, dass man eigentlich gar nicht so denkt, wie man denkt. Dem einzellerhaften, hirnlosen Volk muss man die Welt einfach erstmal erklären. Und zu viel Wissen ist brandgefährlich. Wer die mediale Berichterstattung während der Corona-Krise beobachtet, der merkt, dass sich die transportierten Inhalte immer absurder und schriller gestalten. Eine Horrormeldung wird gejagt von der nächsten, noch apokalyptischeren Darstellung. Dabei gibt es kaum einen Moment des Innehaltens oder der Reflexion. Das Ding muss einfach am Laufen gehalten werden. Nichts wäre für die Medien, die Regierenden und ihre Einflüsterer katastrophaler als ein anderes Ende der Katastrophe als das, was sie uns ständig an die Wand malen. Was mir noch mehr Sorgen bereitet, ist allerdings dieses. Ähnlich wie 2015 und folgende Jahre werden Bürger, darunter die ehrenhaftesten, verdientesten und durch ihre Lebensleistung längst ausgewiesenen Mitmenschen, die nicht blindlings dem behördlich vorgegebenen Szenario folgen wollen, die begründeten Zweifel an den zugeteilten Daten und Fakten äußern, oft innerhalb von Stunden in den Medien an den Pranger gestellt, desavouiert, diffamiert, abqualifiziert, lächerlich gemacht, sozial isoliert
und ihre Äußerungen als gefährliche Falschinformation gegeißelt, welche es umgehend zu unterdrücken gilt. In diesem Zusammenhang ist immer wieder von der sogenannten Jubelpresse der DDR die Rede. Das stimmt so nur zum Teil. Die Presse in der DDR war in der Tat zuallererst eine Jubelpresse. Und wer kennt nicht die ersten 12 Seiten der Zeitung zu Zeiten der Leipziger Messe mit Erich von allen Seiten, an allen Ständen, zu allen Zeiten? Oder die Erfolgsmeldungen von der Agrarfront und die Siegesmeldungen aus der Schraubenwerkstatt VEB Schwarze Pumpe. Natürlich waren persönliche Diffamierungen von Abweichlern auch zu lesen, aber die durfte es ja im siegreichen Sozialismus gar nicht geben. Und die Attacken auf den Klassenfeind galten eher den Leuten jenseits der Grenze und führten bestenfalls zu Heiterkeit, vor allem wenn sie in Ulbrichtssächsisch vorgetragen wurden. Im Gegensatz dazu finden wir ja in der Presse der NS-Zeit neben der Verherrlichung des Regierungshandelns einen Diffamierungs- oder schlimmer noch, einen Vernichtungsjournalismus, mit dem missliebige Sündenböcke für die sich abzeichnende Katastrophe verantwortlich gemacht, mundtot und öffentlich fertig gemacht wurden. Was sich zum Beispiel Tagesschau und ein Großteil der bundesdeutschen Medien bei der Behandlung von Abweichlern von der Regierungslinie leisten, hat von beidem etwas. Es ist zum Teil willfährige Jubelpresse zur propagandistischen Begleitung von Regierungspolitik, zum anderen ein Instrument der öffentlichen Diffamierung und Herabsetzung von Andersdenkenden und Andershandelnden. Somit greifen ausgerechnet die, die sich unablässig als die Moralapostel der Nation gerieren, am ungeniertesten in die Methodenkiste des Nationalsozialismus. Frage: Dürfen die Medien all das? Überraschende Antwort: Die privaten Medien dürfen vieles, wenn auch nicht alles. Es ist der zugegeben hohe Preis, den wir für unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung zahlen. Die öffentlich-rechtlichen Medien dürfen das unzweifelhaft nicht. Sie sind von den Bürgern zwangsfinanziert, zur umfassenden und wertungsfreien Information verpflichtet. Sie haben sich längst aus dieser Verpflichtung verabschiedet. Sie dienen nicht mehr der Information der Bürger, sondern ihrer politischen Indoktrination. Die Bürger hätten somit eigentlich das Recht, ihre Finanzierung per Zwangsabgabe zu verweigern. Das oberste Gericht hat hierzu allerdings anders entschieden. Da wir von den Gerichten aber nach allgemeiner Kenntnis nicht Gerechtigkeit, sondern ein Urteil bekommen, halte ich die Entscheidung mit Blick auf den jetzigen Zustand der öffentlichen rechtlichen Medien für fragwürdig. Medien leben von ihren Konsumenten. Den Bürgern der neuen Bundesländer, die diese Art der Presse 40 Jahre lang ertragen mussten, denen braucht keiner zu erklären, wie man zwischen den Zeilen liest. Die können Indoktrination und Information schon sehr gut auseinanderhalten. Bei der Wohlstands- und Spaßgesellschaft der alten Bundesländer bin ich mir dagegen nicht mehr ganz so sicher. Immerhin haben wir noch die sozialen Medien, wenn sie nicht gerade von den Mächtigen, immer dann, wenn ein unbotmäßiges Volk aufbegehrt, zur Zensur gedrängt werden. Es liegt an uns, sie zur Erhaltung unseres Grundrechts auf Meinungsfreiheit zu nützen. Also nutzen wir sie. Auf Wiedersehen.